Ja, ein zweites Video zum Lösen von Gleichungssystemen. Und zwar bei Gleichungssystemen, die aus Exponentialgleichungen bestehen. Diesmal möchte ich noch einen kleinen Vergleich machen zu dem Lösen von linearen Gleichungssystemen, weil ich hoffe, dass euch durch die Erinnerung, wie man solche linearen Gleichungssysteme löst, es dann vielleicht auch leichter fällt, Gleichungssysteme mit Exponentialgleichungen zu lösen. Ich habe hier mal ein lineares Gleichungssystem einfach nur aufgeschrieben. Da könnt ihr euch jetzt eine beliebige Textaufgabe zu ausdenken. Mir geht es hier bei dem linearen Gleichungssystem nur darum, wie löst man ein solches System. Wenn ich so zwei Gleichungen habe mit zwei Unbekannten, gibt es verschiedene Methoden, die beiden Unbekannten herauszubekommen. Und die eine Methode ist das sogenannte Einsetzungsverfahren. Das wollen wir hier einmal durchführen, weil es nachher hier bei dem Exponentialgleichungssystem auch verwendet wird. Beim Einsetzungsverfahren suche ich mir eine der beiden Gleichungen aus und löse diese nach einer Unbekannten auf. Da das in der zweiten Gleichung ein bisschen einfacher ist, das nach einer Unbekannten aufzulösen, mache ich das also mit der zweiten Gleichung. Das heißt, die zweite Gleichung nehme ich mir jetzt vor und löse sie jetzt zum Beispiel nach y auf. Ich könnte sie auch nach x auflösen, das macht hier keinen Unterschied. Wenn ich sie nach y auflösen will, das heißt, ich möchte da stehen haben, y ist gleich, dann muss ich auf beiden Seiten minus x rechnen und dann erhalte ich auf dieser Seite hier 2 minus x. Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann kann ich das Ergebnis dieser Umformung in die erste Gleichung einsetzen. Das heißt, für y hier setze ich an dieser Stelle jetzt das hier ein. Also machen wir das mal Schritt für Schritt. 3x bleibt einfach so bestehen. Plus 2 mal, und jetzt würde hier y kommen, ist gleich 5. Das ist ja die Gleichung, so wie sie hier oben steht. Nur, dass ich jetzt hier nicht nochmal y hinschreibe, sondern jetzt nutze ich diese Gleichheit hier aus und sage, naja, okay, statt y hier hinzuschreiben, kann ich da auch hinschreiben 2 minus x. So, und jetzt habe ich eine Gleichung mit nur noch einer Unbekannten, nämlich hier diesem x. Und das kann ich lösen. Da fasse ich erstmal zusammen, ist also 3x, hier klammer ich einmal aus, plus 4 minus 2x ist gleich 5. Jetzt kann ich hier noch zusammenfassen. Die 3x und die minus 2x macht x plus 4 gleich 5. Noch minus 4 rechnen auf beiden Seiten. Dann habe ich x gleich 1. Hälfte habe ich geschafft. Jetzt habe ich erstmal das x ausgerechnet. Jetzt kann ich das entweder in diese Gleichung hier einsetzen oder in die obere Gleichung. Oder so schön wie hier, habe ich es ja schon umgeformt, setze ich das hier wieder ein. Also das hier setze ich jetzt hier ein. Welche dieser drei Gleichungen ich benutze, ist egal. Dann bedeutet das, dass ich hier rausbekomme, y ist gleich 2 minus, für x setze ich 1 ein und bekomme da auch 1 raus. Das heißt, meine Lösungsmenge, wenn man ganz ordentlich, erst schreibt man das am Ende nochmal so hin, ist gleich x1 und y auf. So, und schon fertig. Das war das Einsetzungsverfahren, was ich verwenden kann, um hier so ein einfaches, lineares Gleichungssystem zu lösen. Das gleiche Verfahren soll jetzt hier verwendet werden, um ein Gleichungssystem mit Exponentialgleichungen zu lösen. Hier noch eine kleine Hürde als Übung, bevor ich dieses Einsetzungsverfahren verwenden kann. Muss ich erstmal aus dem Text hier, mache ich das mal ein bisschen so, aus dem Text hier zwei Gleichungen herauslesen. Also Bakterien vermehren sich. Ich habe versucht, zwei ganz einfache Gleichungen zu nehmen, sodass das Lösen nachher auch nicht so schwer ist. Ist jetzt ein bisschen sinnfrei zugegeben, einfach nur, dass ihr seht, wie man aus einem Text heraus Exponentialgleichungen aufstellen kann. Bakterien vermehren sich. Nach 2 Stunden sind 16 Stück da. Ich habe also einen Punkt nach irgendeiner Zeit x, 2 Stunden, habe ich irgendeinen y-Wert 16 und einen Punkt q,
Nach 4 Stunden habe ich irgendwie 64. Die ganz wichtige Information, die mir jetzt noch fehlt, die vermehren sich exponentiell. Das heißt, allgemein habe ich eine Funktionsgleichung y ist gleich a mal b hoch x. Also x ist das wann, das ist dieser Wert hier. Und y ist der Funktionswert, den ich hier habe. Und ich habe irgendwo einen Startwert und irgendwo einen Wachstumsfaktor, weil die vermehren sich ja. So, was ich gegeben habe, sind 2 x-Werte und 2 y-Werte. Aber ich weiß weder den Startwert, noch weiß ich den Wachstumsfaktor. Deswegen setze ich erstmal ein, was ich hier an Werten habe. Daraus ergibt sich die erste Gleichung. Dieser sagt also, mein Funktionswert wäre hier zum Beispiel die 16. A weiß ich nicht, B weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich diesen Funktionswert erhalte, wenn ich für x2 einsetze. Das wäre also meine erste Gleichung. Und die zweite Gleichung, da nehme ich diese Gleichung hier. Also ich erhalte den Funktionswert 64, nämlich 64 Bakterien, wenn ich für den x-Wert 4 einsetze, also wenn ich hier oben 4 habe. Aber a und b weiß ich auch hier nicht. So, jetzt habe ich meine zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, a und b. Hier sind x und y. Und jetzt benutze ich wieder das Einsetzungsverfahren. Nur diesmal kann ich nicht ganz so sorgenfrei wie hier auswählen, egal ob ich nach x oder y auswähle, sondern hier muss ich ein bisschen geschickt hingucken, weil ich könnte jetzt natürlich a auswählen oder b auswählen. Aber wenn ich zum Beispiel die erste Gleichung hier nehme und nach b umforme, kriege ich irgendwo, muss ich hier eine Wurzel ziehen, da kriege ich einen ganz unangenehmen Wert raus. Deswegen ist es doch viel einfacher, hier nach a umzuformen. Das geht nämlich genauso einfach wie auf dieser Seite. Wenn ich also die erste Gleichung nehme und ich möchte die nach a auflösen, dann muss ich hier durch b² teilen. Dann habe ich also 16 durch b² ist gleich a. Wunderbar. Das kann ich jetzt einfach hier in die zweite Gleichung einsetzen. Dann steht in der zweiten Gleichung 64 ist gleich irgendwas a mal b hoch 4. Und für a setze ich jetzt, da das hier gleich ist, setze ich jetzt einfach diesen Teil hier ein. Ist also 16 durch b². So, jetzt schreibe ich das hier unten ein bisschen schöner hin. Das sieht noch nicht so nett aus. Moment. So, das sieht hier noch nicht so schön aus mit der Klammer. Deswegen forme ich mir das etwas um. Und jetzt kommen die Potenzgesetze zum Einsatz. Also die Klammer hier kann ich wegmachen, weil ich jetzt überall Punktrechnung habe. 16 durch b² mal b hoch 4. Bei diesen schönen Exponenten hier könnte ich natürlich auch direkt kürzen, zugegeben, das wäre möglich. Aber wenn ich jetzt nachher hier mal irgendwie so nicht so gerade Exponenten habe, dann ist es ganz schön, das Potenzgesetz zu kennen und zu sagen, statt hier etwas im Nenner zu haben, kann ich mir das auch in den Zähler, also nach oben in den Bruchstrich holen, indem ich hier einfach das Vorzeichen vor dem Exponenten ändere. Das heißt, ich kann das auch schreiben als 16 mal b hoch minus 2 und dann noch das mal b hoch 4 hinten drin. Jetzt wende ich das nächste Potenzgesetz an, weil ich ja hier die gleiche Basis habe. Kann ich also sagen, ist gleich 16 mal b hoch, jetzt werden die beiden Exponenten einfach addiert, minus 2 plus 4. Und das macht dann 16 mal b Quadrat. Ist gleich 64, das bleibt natürlich. So, jetzt teile ich noch durch 16, um das b auf der einen Seite stehen zu haben. 64 durch 16 macht 4, ist gleich b Quadrat. Und jetzt kann ich die Wurzel ziehen. Dann kommt daraus, b ist gleich eigentlich plus minus 2. Das Minus klammere ich jetzt mal so ein bisschen ein, weil wir ja hier oben Exponentialfunktionen haben. Und bei Exponentialfunktionen ist es so, dass die Basis immer größer als 0 sein muss. So, deswegen gilt als Lösung hier nur die plus 2.
So, und wenn ich das jetzt ausgerechnet habe als ersten Wert, dann mache ich das genauso wie hier an der Stelle auch. Wenn ich den ersten Wert ausgerechnet habe, dann setze ich den hier oben in die umgeformte Gleichung wieder ein. Das mache ich hier auch. Ich setze das hier oben in diese Gleichung ein. So, die hole ich mir hier nochmal runter. Dann habe ich hier also stehen 16 durch b Quadrat ist gleich a. Und für b setze ich jetzt 2 ein. Habe ich also 16 durch 2 zum Quadrat macht 4 ist gleich a. Das heißt, a ist gleich 4. So, 4. Fertig. Jetzt habe ich also a und b ausgerechnet. Das heißt, ich habe meine Funktionsgleichung f von x ist gleich 4 mal 2 hoch x. Jetzt kann ich noch gerne eine Probe machen, dass ich sage, diese beiden Punkte müssen ja auf jeden Fall auf meiner Funktion liegen. Wenn ich also 2 einsetze, 2 hoch 2 macht 4, mal 4 macht 16. Der Punkt liegt also auf meiner Funktion. Und wenn ich 4 einsetze, habe ich 2 hoch 4 macht 16, mal 4 macht 64. Der Punkt liegt also auch auf meiner Funktion. Das heißt, meine Lösung passt. Ich hoffe, der Vergleich hier zu dem linearen Gleichungssystem, zu dem Einsetzungsverfahren ist ein bisschen deutlich geworden und ich hoffe, dass das Vorgehen jetzt etwas klarer ist. Falls nicht, gerne nochmal zu mir.